Willkommen zurück, liebe Zocker, in der nächsten Die Spieler-Session. Mit dabei ist wieder mal der Uwe. Grüß euch. Wir testen heute mal für die Nintendo Wii etwas und diesmal heißt das Spiel Bloombox. Das kennt ihr vielleicht nicht, der Uwe kann das auch noch nicht. Ich kann das zwar auch noch nicht, aber ich bin gespannt, ob das wirklich so ein Partyknüller ist, wie mir erzählt wurde. Und das werden wir jetzt am besten gleich testen und angehen und dann werden wir euch die Meinung zum Spiel sagen. Du hast gesagt, es soll ziemlich witzig sein und lustig sein. Am Anfang hat man so einen Trainingsmodus, dass man da jetzt praktisch überhaupt in den Hauptbildschirm kommt. Genau. Den Trainingsmodus habe ich nicht so witzig gefunden, aber wir lassen mich gerne angenehm überraschen, ob sich da jetzt was ändert. Ne? Genau. Durch den Trainingsmodus haben wir jetzt den Hauptbildschirm praktisch da freigeschalten und der Manuel sagt uns jetzt einmal, was wir da für Optionen haben, was für verschiedene Spielrichtungen es gibt. Ja, das Training, wie man links unten sieht, schon beendet. Belohnungen sehe ich jetzt nicht so. Es gibt ja. Das nennt sich Showtime, da kann man Blöcke einstützen lassen, indem man sie greift und dann auf andere Blöcke draufschmeißt. Das will man nachher zeigen. Dann gibt es so einen Piratenmodus, den haben wir vorher kurz angetestet. Da kann man wie Jenga, falls ihr das kennt, Jenga ist so ein Spiel, das besteht aus Holzblöcken und das Ziel ist es, immer einen Holzblock rauszuziehen, ohne dass der ganze Turm einstürzt. Und wenn der Turm einstürzt, dann bekommt man Minuspunkte. Und da gibt es noch viele andere Spielmodi, Weltraum, Heldentum und so eine Baustelle. Da kann man sich selber Levels erstellen. Das ist wirklich mit einem Level-Editor gemacht. Der Level-Editor soll wirklich nett sein, denn auch die Entwickler haben mit diesem Level-Editor die anderen Levels, die man hier spielen kann, erstellt. Also das ist wirklich sehr gut gemacht. Und mit welchem müssen wir anfangen? Also kann man sich wahrscheinlich im Internet, wenn es so kreative Leute gibt, die was selber zusammenbasteln, genau, wahrscheinlich dann herunterladen, oder? Genau. Selbstverständlich Levels runterladen und so mit anderen Kollegen teilen. Was auch bei Little Big Planet zum Beispiel der Fall war, was wahrscheinlich die Langzeitmotivation sehr hebt. Und mit was willst du denn zum Was war das vorher, was wir da kurz probiert haben? Das war das Piraten. Piraten greift, schleudert und schießt auf hoher See. Dann nehmen wir das einmal. Okay. Fangen wir mit dem an. Das sind die anderen Spiele mit Kanonenkugeln, die wir spielen. Das sind so Unterspiele quasi. Gegnerische Bauten und Bowlingkugeln zum Einsturz bringen. Juwelenabbau, das haben wir vorher gerade gespielt. Und dann gibt es noch Freiabbau. Ziehen wir mal den, zusammen mal den Juwelenabbau, dann können wir, das haben wir ja schon mal gehabt. Dann da gibt es viele Unterteilungen, wie die Blöcke angeordnet sind. Entweder leicht, vielfärbig. Juwelenstoß, das haben wir vorher gehabt. Juwelensäule. Berge oder Schatzturm? Wenn man Schatzturm, schaut ziemlich schwierig aus. Ich glaube, die Sachen sind schon total nach Schwierigkeitsstufen. Ne? Ziel des Spiels ist es hier natürlich, die Steine sicher zu entfernen, ohne dass es runterfällt. Genau. Für sicher entfernen gibt es Pluspunkte, fürs Runterfallen gibt es Minuspunkte. Dann gibt es unten am färbigen Würfel, der sich dreht. Man muss dann auf Stopp drücken. Also A drücken, ja. A drücken, damit der Würfel stehen bleibt und dann wird die Farbe angezeigt, mit die man entfernen soll. Genau, entfernen muss. Andere Farbe kann man nicht entfernen. Mhm. Ich bin der Zuma, das ist dieser Tiger mit dem Piratenhut links oben. So, der Manuel wird jetzt einmal A drücken und. Ich habe das Glück gehabt, also bei mir ist der wirklich vielfärbig. Das heißt, ich kann mir jeden Stein aussuchen und jeden Stein wegziehen. Also er kann sich die Farbe jetzt aussuchen in dem Fall. Genau. Und er hat immer so ein voll runter. Ach, der hat einen Kick. Es wackelt und wackelt und es fällt nichts runter. Ey. Du bist ein Glückskind. Jetzt drehe ich mal. Glücksschwein. So, rot. Okay, ich habe einen roten. Man kann mit der hinteren Taste da den Turm ein bisschen gleich drehen. Ja, die Kamera drehen, damit man besser sieht, was am gescheitersten ist, was zu entfernen. Vor allem, damit man auch den Block in die richtige Richtung wegzieht. Richtig. Damit man nicht. Da nicht was runterfällt und ich werde mir den da schnappen, der schaut mir am einfachsten auf und weg schnell. Gut, nichts ist passiert. Auch nicht gerade, ich habe jetzt 20 Punkte gekriegt und du nur 5. Warum war das? Das ist eine gute Frage. Weil ich das eleganter gemacht habe, schätze ich mal. Ich sehe nicht wieder viel Werbegeht. Aber wir haben den ganz grünen unten. Nein, ich glaube, der ist nicht gut gehen. Ich möchte wissen, ob man viel Minus schreiben kann. Das wäre auch 20. Bitte gib mir irgendwas, das heißt. Du kannst natürlich was aussuchen. Ich kann mir was aussuchen. Natürlich ist es auch nicht ratsam, den Block gerade in die Luft zu schmeißen, denn dann fällt er wahrscheinlich gerade runter. Richtig, das ist mir vorher mal passiert. Ich habe das genommen und dann habe ich nicht aufgepasst.
Und das ist runtergefallen und hat alles mitgerissen. Oh, wieder Glück gehabt. Du kriegst aber, du hast ständig Glück, hä? So irgendein Cheat eingeben für dich oder so. Nein. Ja, geil! Wo sind die Minuspunkte? Da, ja, passt. Jetzt hast du den kleinen Futter. Oh, rot! Na gut, der liegt nicht so schlecht. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich das. Soll ich helfen? Nein, Finger weg, Manuel. Warte, warte, keinen Auffall. Auch Minuspunkt. Nochmal. Ja, ausgezeichnet. Minus 20. Perfekt. Das hat mich natürlich jetzt da schön eingerissen. Jetzt haben wir gleich auf. Aber warum ist der jetzt noch runtergefallen, der andere? Der ganze Turm wackelt schon. Also, warte mal, bis der aufhört zu wackeln. Eine gute Frage, ob er aufhört. Der hört nicht auf, du kannst gerade tun. Schau, ja, nein, ja, nein. ja. Und dann kippen gleich drei runter. Oh, das ist fett. Noch einer, 4 Minus. Also. Jetzt sind wir da gleich auf. Wieso hast du nicht mehr Minus geschrieben? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Vielleicht kriegst du halt, na gut, jetzt blau, vielleicht krieg ich blau. Na rot, okay, rot ist einfach. Wieso? Hast du nicht mehr Minus ich geschrieben? Ich habe 20 plus gekriegt, glaube ich, und 15 Minus oder 20 Minus. Das ist ja genug. Und schon. Ah. Okay, darf man aussuchen. Ach, das ist, der darf immer aussuchen, ey. Das ist so ein unfaires Spiel. Grün liegt am besten, ne? So, jetzt muss der Blau kriegen. Scheiße. Blau. Also das wäre jetzt unfair, wenn ich jetzt Blau kriege. Komm, stopp den Würfel. Naja. Ich kann es mal aussuchen. Stopp. Aber auch, es ist trotzdem schwer, weil der Blaue wirklich schon ziemlich heftigst. Der Nimm ist vielleicht nach oben hin wegziehen und nicht so nach links oder rechts. Bleib stehen. Ja. Jetzt grün, das ist natürlich ausgezeichnet. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du den rauskriegst. Schlecht aus. Er kriegt aber kein Minus, weil er auf der Plattform geblieben ist. Aha. Minus, okay, du hast ganz, damit ganz knapp hat man wieder mal gesehen, wer das Genie ist, ne, in dem Spiel. Ich habe dir eigentlich eindeutig geschlagen. Genie ist, naja. Gehen wir zum nächsten Level. Es gibt ja 4. Wir müssen schon sehen, wer am Schluss läuft. Wer zum Schluss läuft, braucht am besten. Irgendwie bin ich mir schon unheimlich. Was ich in Duell spielen. Schlage ich auch ständig unseren Chef, unseren Eisi, Fußball und so. Ach so. Keine Chance gehabt. Und jetzt die schlage ich eigentlich auch immer. Immer, ja. Okay, weiter geht's. Ich bin am Top. Ich fange an. Warum fangst du immer du an? Weil das ist am einfachsten. Blau. Naja, den Adel. Das schaut ziemlich kompliziert aus, das Ganze. Den könnt ihr annehmen. Ja, den, der aus längs steht, den nimm. Ich probiere den ja mal, ich riskiere es einmal. Wieso gibt es nicht mehr Punkte? Das ist ja geschaut. Ja, warum? 20 ist ja schön, oder? Für den Anfang. Ja, könnte 40 gehen. Ich habe natürlich jetzt da ein schönes Pech. Ich bin blau. Ja. Und ansonsten ziemlich die Figuren für die ziemlich nett animiert. Es war ziemlich plump, kann man sagen, aber doch es irgendwie witzig. Oh. Ja! So ein Kick muss man. Das ist Können, das ist kein Kick mehr. Du hast Glück, das gesehen? Du hast vom Glück geredet. Das ist schon ganz schon gekippt gewesen. Was hast du jetzt für Geld, was du kriegst? Also, man muss sagen, das Spiel ist sehr lustig. Also, das ist. Das macht Fun. Ja. Die Trainingseinheit, was man da zuerst machen hat müssen, das war voll scheiße. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Kackspiel? Aber jetzt muss ich sagen, na, das ist witzig. Ja, okay. Das ist witzig. Natürlich, okay, kann ich mir vorstellen, dass man sich da auch ziemlich ärgern kann, wenn man da blöde Formen bekommt. Du suchst natürlich immer die einfachsten Steine aus. Ja, nein, ich werde unten rauserziehen. Ich will halt mehr Punkte für die unteren Steine. Oh, das war. Oh. Okay, was sind jetzt für Farbe? Auch grün. Gut, einer liegt dir relativ gut. Es gibt noch einen wirklichen Stein, den er rausziehen kann. Wenn man mit einem Jenga spielen, dann würde ich den da unten raus.